Immer mehr wollen nur das eine. Def Jay 100% R&B and Hip Hop. Auf defjay.de. It rocks. Def Jay. Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Rapper Mittwoch. Hol dir dein Fame. Linde, du bist als erstes ins Finale eingezogen. Kopf. Ach. Adler oder Zahl? Bau, der Adler. Ich will eine eigene Münze haben. Ey, falls da draußen irgendjemand ist, der Münzen herstellt. Wir wollen eine eigene Rapper-Mittwoch-Münze haben. Und zwar mit Faust oder Ficker. Ja? Das wäre geil. Wenn jemand da draußen weiß, wie das geht, meldet euch bei uns. Wir machen Werbung für euch und so dann. Ihr wisst, ja, dies, das. Danke. Muss auch mal sein. So, was hast du gesagt? Adler. Adler. Du fängst an. So, im Finale haben wir 1,5 Minuten. Wenn viel gefeiert wird, lassen wir auch ein bisschen laufen. P-Zack! Du bist ein Nerd. Okay, eine kleine Nebenbemerkung. Du bist sehr dumm. Denn der Kernpunkt, du machst für Caritas Werbung. Das ist deine Herkunft. Nerd, du bist zerstört. Denn dein Schwanz kommt so kurz wie dein Shirt. Und egal, guck, wie ich dich mit jedem Verse kill. Du willst zu Universal. Aber du bist nichts weiter als die weiße deutsche Version von Steve Urkel. Deshalb, guck dich doch an. Du kannst mir labern, was du willst und bist ein müder Typ. Trüber als ein Herbsttag. Deine Karriere endet schneller als Ayrton Senna hinterm Lenkrad. Jetzt ernsthaft, wer sagt, du bist sehr krass, du bist der Spaß, der gerade gefickt wird wie in einem Bankbus. Deine Denkart ist Verstreit wie die Kernkraft. Deine Denkart ist wie dein Arschloch, verkackt. Deine Drecksparts zahlen sich nicht aus wie Percy ständige Herfahrt. Bitte verpiss dich dorthin, wo du herkamst. Nämlich aus dem verdammten scheiß Reagenzglas. Du schiebst deine Filme, aber sie sind am Ende wie Bert Eichingers Herzschlag. Scheiß auf David Copperfield, exakt. Denn nach dem Battle lasse ich dich schneller verschwinden als eine polnische Werkstatt. Also, zur Zeit hau ich dir Zeilen um die Ohren wie ein Zeitungsmann. Du bist wirklich sehr behindert. Nerd, du bist nicht nice. Nein, leider ist dein Leistungsstand im Keller. So wie Josef Fritzels Kinder. Ja, und du bist schlimmer als das Lispeln von Kevin Kurani. Nerd, im Bett gehe ich ab wie ein Bugatti. Ich spritze deiner Schwester eine fette Spermaladung ins Gesicht und sie nennt meinen Schwanz Mr. Tsunami. Aber eigentlich will ich mit deiner Schwester keinen Sex, denn ihre Schambehaarung erinnert mich an den Drehort von Jumanji. Aber scheiß auf dich, Nerd. Du denkst, du bist der super coole letzte Line? Du bist nicht mehr der Nerd auf der Rütli-Schule.
Schöne erste Runde von Pisek. Machen wir ein bisschen Level seine erste Runde. Sehr schön. Deine erste Runde, Leonard. Ich bin dumm. Witzig. So, ich bin dumm, sagt so ein Typ mit einer College-Jacke, du Spack. Alter, guck den an, er ist so behindert, der hat nicht mal die Grundschule geschafft. Richtig, denn du hast bei Klausuren gefehlt. Standst am Hauptbahnhof bei den Rolltreppen und hast Stufen gezählt. 1, 2, 3. Ich dagegen mit einem IQ von einer Zahl, die kannst du noch nicht mal aussprechen. Ja? Konnte von den Lehrern immer Respekt genießen. Dicker, ich bin so klug, meine Schülerin plus alle Lehrer mussten mich siezen. Guten Tag, Herr Leonard. Können Sie mir bitte noch mal was beibringen? Und ich meine, so was sind Sie? Ich bin doch das Kleinkind. Aber dann hast du ja auch wieder keinen Gegnerbezug, so Standardlines. Ich schätze mal, dass für so eine Scheiße selbst die Suchanfragen von Yahoo reicht. Wirklich, habe ich schon mal gehört. Jumanji! Ich spring mit deiner Freundin Bungee! Ganz ehrlich, denn was du hier machst, das ist eine Schande wie... Fresse. Ist eine Schande wie das Rumgetour von Nordkorea. Tut mir leid, du bist kein Player. Du bist peinlich wie ein verkackter 1-0-Kopfleger. Ich lauf nach vorne, guck, so drei Mann sind vor mir. Und ich order vor Bier, weil nur betrunken kannst du mir das Wasser reichen. Yo, ich mach dich zu einer krassen Leiche, denn ich bin der Beste hier. Tut mir leid, doch was ich mache, ey, das ist perfekt, wie wir hier so improvisieren. Du wirst verlieren, denn letztendlich kannst du mein Flow nur studieren. Ich bin Alter der Beste, du frickst nur die Reste, denn letztendlich kriegst du die Kekste. Ich dagegen kann immer weiter rappen und deswegen wie ein gottverdammter Gott die Cypher retten. Letzte Mal war ich nicht hier, Percy hat gewonnen und deswegen muss Leonard endlich mal jetzt wiederkommen. Und der Möchtegern-Rapper Pisek, den battle ich jetzt einfach Leanback. Beite die Lines, was fällt dir denn ein? Tut mir leid, ich bin Standard wie einmal eins. Schöne erste Runde von Alert. Danke. Schöne erste Runde dieser beiden MCs. Mach mal ein bisschen lauter die erste Runde dieser beiden MCs, bitte. Bitte, Bert, mach das rote Mic etwas lauter auf der Bühne, das war anders eingestellt. So, zweite Runde von Pisek. Los geht's. Nerd. Du wirst ja richtig böse, du hässliche Möse. Ich bin in der Grundschule, aber wer gibt die Nachhilfe in Französisch? Ich. Du bei mir, Blasen, auf jeden Fall. Da stellst du immer dumme Fragen. Ich sag, mach weiter, du hässliche Bitch. Und du sagst, ey, ich mag eher Filme wie Lilo und Stitch. Aber scheiß auf dich, du hässliche Missgeburt, bist eitel. Hast Augenbrauen wie Theo Weigel. Hitler, Seitenscheitel. Aber ich kack auf dich. Du verdammte Missgeburt, du bist weak wie ein weaker Penner, stehst auf Weed wie ein hängengebliebener Niederländer. Du stehst auf sehr, sehr viele Männer, um deine schwule Seite zu kaschieren. Penetriertest du dich damals vor deinen Eltern rektal mit einem Fiebermesser? Durch deinen Arschloch passt nichts mehr durch wie durch ein Fliegenfenster. Ich klatsch dich elegant gegen die Wand wie ein Fliesenleger. Mich zu battlen ist wie die Klitoris deiner Freundin, ein Riesenfehler. Genauer gesagt 50 mm. C wie Ziegenleder. I geht die GEMA. Du kannst labern, was du willst. Im Battle komme ich einfach, um jeden mies zu machen. A la Pisek Pisaken. Du kommst zum Battle, um jeden Stil zu blasen. Ich will jeden lieb haben, wie meine zwei Idole, Farid Bang und Kollega. Vor lauter Blasen will ich einen Stier nacken. Aber du verdammte Missgeburt, du wirst Bipi nie besiegen. Das wirst du nie schaffen. Du verdammte Missgeburt, ich wäre sogar der Shit, würde ich einfach nur auf den Beat kacken. Ich kann dich am Hals packen wie Bierflaschen. Ich kleb dir eine wie Briefmarken. Ich geb dir Stiche wie in einem Bienenkasten. So dass du aus dem Club schwerer herauskommst als Wolfgang Schäuble aus seinem Dienstwagen. Du verdammte Missgeburt! Nerd! Weißt du was? Du solltest lieber kehrt machen. Im Battle nehme ich dir schneller das Leben weg als meine polnische Landsmänner deine Wertsachen. Ja, deine Wertsachen. Ich hätte gerne was von Liquid Walker. Dann solltest du einfach deine Fresse auf den Herd packen.
Und ja, der Typ kann nicht battlen. Üb mal zu rappen. Ich bring dagegen wieder typische Action. Ich kann auch Witze. Wasser am Drop Dynamics Arsch backen und die Love Parade gemeinsam. Genau, sie kann dich übel zerquetschen. Aber ey, du solltest einfach deine Fresse halten, du hast nichts drauf, Bitch, lauf. Du willst irgendwas sagen, aber nein. Ernste Meldung. Vor lauter Entzündung an seiner Kimme ist sein Arsch doch jetzt grell bunt. Nach der Schändung ist sein Rektum wie Neukölln. Ein abgefuckter Brennpunkt. Was willst du mir erzählen, Nerd? Du verdammte Missgeburt. Eine Line kriegst du noch. Warum musst du alle stören? Seitenscheitel. Sogar wenn du Adolf Hitler wärst, würdest du nicht die Halle burnen? Schöne erste Runde von Pisek. Zweite Runde von Pisek. Macht mal Lärm. So. Deine letzte Antwort hier in diesem Finale. Le Nerd. Los geht's. Es ist keine Punchline, das Aussprechen von meinem Namen Le Nerd. Und diese Hitler-Lines von dir haben wir schon vor 2 Jahren gehört. Wow, innovativ. Sei mal kreativ. Ja, und deine Schuhe, echt toll. Nicht, lol. Aber wie ich sehe, hat Mutti dir schöne Schnursenkel in deine Schuhe gemacht und deinen Namen hinten auf deine Cappy gepackt. Ich wette, jetzt bist du der Coolste am Schulhof. Nur doof, dass du die 6. Klasse wieder nicht schaffst. Zum 10. Mal. Mann, so ein Kack. Französisch hast du wieder verkackt. Was kann ich denn dafür, wenn mein Lehrer wieder mal keinen Ständer hat? Und ich mag dich nicht. Und auch nicht dein Gesicht. Doch, du hast zu der alten Zeit zugenommen. Aber ich meine das Gewicht. Und sag nicht, du würdest irgendwie eine Bitch ficken. Bei dem dicken Bauch, Alter, könntest du höchstens vielleicht die Klit ritzen. Da kommst du gar nicht durch mit deinem Winnie-Schwanz. Aber du magst ja meiner 5 mm. Willi, tanz! Aber du hast keinen Gegnerbezug, musst dich hinter geschriebenen Lines rappen. Ich sitze so zu Hause vom Schreibtisch und meinst, Alter, wenn ich dann bei Ben Salomo bin, dann werden die über Teig setzen. Ja, aber das ist kein Talent, was du da machst. Ich hätte mich auch vorbereiten können und das habe ich auch. Doch das brauche ich nicht, auch so kriege ich krass Applaus. Denn bei deinem Sound möchte ich dich durch die Boxen boxen. Und ich scheiß auf dich und Gier. Ihr seid auch nur Fotzen, Fotzen. Und Pisek, als Rapper wirst du nie was erreichen. Denn es gibt keine bösen, guckende Gangster, die Pisek heißen. Schöne zweite Runde von Le Nerd. MCs, gibt euch Respekt. Sehr schön. Macht mal bitte ein bisschen Lärm für dieses Battle, dieses Finale dieser beiden MCs. So. Ihr habt das in der Hand, wer ins King-Finale gegen Percy einziehen wird. Zeig mir eure Hände für den MC auf meiner rechten Seite für das A Cappella von Pisek. Zeig mir eure Hände für das A Cappella von Lönne. Wir haben einen neuen Champion. Kein Veto, ey, danke. Pisek. Wirklich. Ich weiß gar nicht. Yo, meine lieben Freunde, kommen wir zum Finale. Le Nerd gegen Pisek. Wir haben die großartigen Experten Mike Fiction und Tierster hier am Start. Ja, also das war wirklich ein sehr interessantes Final-Battle zwischen euch beiden. Ich fand, ihr wart beide sehr gut vorbereitet und sehr, ja, sehr souverän. Ich frage erstmal dich, Pisek. Le Nerd, erstes Battle, glaube ich, das ihr gegeneinander hattet. Wie war das, auf ihn zu stoßen? Ich meine, er ist 18 Jahre und sehr vorbereitet. Ja, ich zoll ihm Respekt. Er ist ein guter MC, finde ich, so auf jeden Fall. Er hat es drauf, er freestylt gut, er hat manche Punchlines gut. Ich fand das Battle auf jeden Fall sehr gut zwischen uns beiden. So, ich habe mich in der zweiten Runde vertan, ich hätte das umdrehen sollen, die 2 Runden. Ja, und ich habe zu viel so meine Freestyles ausgepackt. So. Ich war nicht bei meinem Text drin, Alter. Le Nerd, wie war das für dich? Ich habe gemerkt, bei dir,
Du hattest ja dadurch, dass du als Zweiter angefangen hast, die Chance zu kontern, das hast du auch sehr gut genutzt. Und ich habe bei dir gemerkt, du warst schon sehr stark, also ich würde sagen, mehr Freestyle drin als im Text. War das richtig, wie ich das erlebt habe? Ja, richtig. Also ich hatte so ein paar geschriebene Lines, so, wo ich dachte, die kann ich reinbringen. Dann habe ich so angefangen mit einem Konter, mit diesem Schulding. Weil ein Nerd ist ja nicht dumm in der Schule, ist ja Quatsch. Nicht, wenn er extrovertiert ist. Und ja, dann habe ich halt darauf aufgebaut. Die hat dann gegipfelt in dieser Stufenzählen-Line, die ich schon mal gebracht habe. Also die, also nicht hier, aber das ist eine geschriebene Line. Und du hast geschriebene Lines? Nein. Natürlich. Nein. Du hast heute dich auch vorbereitet auf mich so. Ich habe es doch gemerkt. Du bist doch ein Fan von mir eigentlich, oder? Ja, ich kenne dich natürlich. Ich kenne dich natürlich. Ich mache nur Spaß, Alter. Ich mache nur Spaß. Ja, dann ist ja gut. Zwei Wochen sehen wir uns nochmal. Freue ich mich. Tierstar, wie hast du das gesehen? Es war auf jeden Fall ein übertrieben krass starkes Battle. So, ich hatte das Gefühl, dass die Punchline-Dichte bei Pisek auf der Seite lag. Ich glaube, er hatte mehr. So im Kopf ist mir die Scheuble-Line von ihm hängen geblieben. Ich finde auf jeden Fall Lenert sein Freestyle-Talent extrem krass. Und ich glaube, mit diesem Ding hat er das auch gerissen. Zusammen mit der Delivery hat er auf jeden Fall sehr stark rübergebracht und dann auch gewonnen damit. Es war kontrovers auch so in vielen Lines. Und ich glaube, er hatte den Überraschungseffekt auch auf seiner Seite. So, es war auf jeden Fall ein sehr starkes Battle. Mike, wie hast du das erlebt? Was mir bei Lenert auffällt, ist, dass er sich gerne auch der momentanen Situation stellt, quasi sehr gerne kontert und da auch gar kein Problem hat, sich in dem Raum wohlzufühlen, weißt du, einfach so zu kontern, darauf zu reagieren, was der Gegner ihm liefert, so, und mit dem Publikum auch noch zu spielen, so. Das fand ich sehr gut. Pisek hatte auf jeden Fall, fand ich auch von der Punchline-Dichte, war er auf jeden Fall dichter, so, definitiv so. Aber Lenert hat echt viele Dinge ausgekontert und hat sich dem auch gestellt und hat dadurch auch sehr viele Sympathiepunkte beim Publikum sammeln können, so, was natürlich gut war im Endentscheid. Und ich fand das Battle extrem stark, so, fand ich sehr, sehr gutes Battle. Und ich fand auch Lenert dafür, dass er nicht so oft hier ist, fand ich, und so jung ist, fand ich ihn echt sehr, sehr gut, so. Du bist 18, richtig? Du bist einer dieser MCs, die praktisch Rap am Mittwoch miterleben, seit sie 15 sind. Fast so, ja? Oder 16? Ja, so, ja. Und ja, praktisch... Das krass, ja. Und das ist einer dieser MCs, die hier alles miterlebt haben und von jedem alles kennen und auch vielleicht Ami-Battles gucken. Guckst du auch Ami-Battles? Selten. Aber du weißt, was hier sozusagen gefragt ist und dementsprechend konnte er auf etwas aufbauen, was sich viele hier vielleicht von sich aus erarbeiten müssen. Ja, deine erste Runde war Killer. In der zweiten habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass du wieder zu schnell wirst. Und vielleicht war das ein bisschen das Stückweitchen Souveränität, das dann bei ihm irgendwie mehr rüberkommt. Ja. Sehr gutes Battle. Guckt euch den Rest an.